Hallo und herzlich willkommen zurück zum Alice 19 Force auf der Stappenbach-Map. Beim letzten Mal hatten wir da drüben Platz geschaffen für die Gebäude. Es ist jetzt schon ein neuer Tag, es ist einiges passiert. Der Hof hat sich erweitert, das zeige ich aber gleich. Die ein paar Felder habe ich hier vorbereitet, wie hier oben 19, 11 ist Luzerne, hier ist Ackergras. Glaube ich, war das dunkle Ackergras 35 und die 7 ist Maisdorf, weil hier gibt es gar keine Pappeln. Ich wollte eigentlich 35 und 7 Mais rauf machen. Pappeln, aber irgendwie gibt es keine Pappeln auf der Map. Muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie selber reinkriege. Also 7 ist genau hier gegenüber. Achso, warte mal, mal Hut aufmachen. Wie hier gepflanzt. Hier oben müssten denn die Luzern. Hä? Luzerne kommen. Ich habe gleichzeitig die Feldbegrenzung, weil das ja 9, 10, 11 ist, weggenommen. Das ist jetzt ein großes. Genau hier. Laufen wir einmal schön hier rum. Aber wir wollen für das Sägewerk. Ich habe jetzt hier schon das Sägewerk und das Palettenwerk platziert. Und wie gesagt, ins Sägewerk bringen wir jetzt erstmal Holzstämme rein. Das sind ja noch die Stämme hier vom Hof, sag ich mal. Ich werde jetzt genau wie auf der Kanelin hier mitmachen. Hier kann Holz hingeliefert werden und mit denen bringen wir es rein, weil der passt gut in die Halle rein und nach der Bauweise, wie das jetzt da steht, muss das schon ein etwas kleineres Gerät sein. Und ich glaube, ich habe viel zu viel Geld mit drüber genommen vom Kandelin. Mal gucken. Ich habe jetzt noch 6,7 Millionen, ich hatte 10. Ja, weil hier halt die Felderpreise auch so gering sind. Sprich, bei einer Seite hier kommt ja das Sägewerk oder was schon ist, Sägewerk und Palettenwerk kennen auf der anderen Seite, denn hier gegenüber kommt das für die Pelletsproduktion hin. Mal gucken, ob ich das Sägewerk da kaufe, weil da können wir dann ja nur das Langholz hinliefern. Die Stämme sind zwar ein bisschen lang für ihn, aber oder passt. Solange er kein Mühli macht am Ende, zeige ich euch auch gleich nachher das mal von oben. Ich finde, ja, das kann man so machen, weil der Platz ja wirklich ein bisschen begrenzt ist. Aber wie gesagt, könnt ihr gerne mal eure Meinung da lassen. Sprich, auf der Seite, wo wir beim letzten Mal die Bäume alle entfernt haben,
Da kommt dann wahrscheinlich, so wie jetzt der Gedanke ist, die Pelletsproduktion so rein. Und dann haben wir, wenn wir jetzt von da, hinten aus den Pellets, BGA und Paletten, Bretterproduktion. Bei dem entstehen ja zwei Bretterpaletten. So, auch mal die Grenze voll machen. So, quasi da hinten kommt die Pelletsproduktion, dann haben wir hier die BGA. Hier vorne Wohnhaus und Dings. Mal gleich nochmal von oben. So. Das müsste man nicht nochmal ändern. Haben wir nämlich hier einen kleinen Unterstand, wo wir die Sachen dann reinpacken können. Ich hoffe, das passt da durch. Dann haben wir da die Gebäude für die Paletten. Und hier ist ja das. Welche Seite ist das? Oh, ich hab's verkehrt rumgesetzt. Lull. Ja gut, muss ich jetzt mit leben. Muss ich mit leben. Oh. Ich horst. Hier halt so eine kleine Abladestelle, wollte ich gerade sagen, hier für Maschinen. Hä? Der hat sich hier schon automatisch welche runtergenommen. Siehst du, den Gabelstapler muss ich noch holen. Weil ja, man könnte vielleicht auch gleich mit einem LKW machen. Aber ein LKW muss sich aufbauen und meistens dreht er sich mit dem Kran und dann ja, bleibt er manchmal irgendwo hängen. Dann kann ich lieber hier so einen kleinen. Halt hier raus. Ich könnte man hier, ach, siehst du, muss noch ein Stück entfernen. Hier hinten Holz ein bisschen lagern, damit man gleich nicht mehr durch die Halle muss. Wenn hier so ein kleinen Weg. Deswegen muss der, ist gut, dass der auch ein bisschen kleiner ist. Zack. So passt der dann hier schön durch. Weil da oben werde ich keinen Holzlagerplatz machen.
Der ist ja schön klein und wendig. Komm mal schön gleich dran. Wir nehmen mal kurz aus. Machen wir kurz. Dann können wir uns das nämlich mal hier schön angucken. Wie gesagt, hier die BGA da drüben. Kommt dann die Pelletsproduktion und dann haben wir hier das Gebäude, was ich verkehrt rumgedreht habe. Haben wir da so ein bisschen grün sind. Hier hinten von Wohnhaus zum Dings, ein kleiner Weg. Können wir ein bisschen tiefer gehen. Halt noch schön Büsche, weil das jetzt ja irgendwie mit drin ist. Hier schön büschig am Graben. Okay, der muss erstmal Palettenprodukt. Und hier ist halt so ein kleiner Absatz drin, weil das Gebäude ist ein bisschen tiefer. Weiß nicht, merkt man, sieht man das? Und hier geht es halt ein bisschen nach oben. Okay, das sieht man. Wie gesagt, hier so ein klein. Na, überlegt. Vielleicht die beiden noch weg. Aber erstmal bleibt stehen. Achso. Wie viel haben wir denn hier schon drin? 13%. Wie gesagt, hier Maschinenabstellplatz, Anhänger und so. Hier kommt vielleicht so die Silagetechnik rauf. Weil die wird dann ja benutzt, dann ist hier frei, dann kann man hier die Silos besser befahren. Hat hier noch ein bisschen Grün. Bisschen Buschwerk. Hier hinten ist ja der Graben. Auch vier Büsche hingesetzt. Das. Und dann haben wir ja hier den kleinen Weg zum Farmhaus. Oh. Kann ja auch ins Gebäude gehen. Dafür machen wir kurz den hier aus. Zack. Stand hier nicht sonst immer eine? Ach so, weil das Ding ja nicht läuft. Stimmt. Dann halt könnte man hier, zack, hier durch. Genau den Stuppen haben wir noch entfernen. Hier sieht man das ganz gut. Da die beiden Gebäude ein bisschen Höhenunterschied haben. Das läuft. So. Wenn das läuft, dann ist da stehen auch Leute. Auch ganz schick. Genau, dann haben wir hier ein Wohnhaus, eine kleine Maschinenhalle. Hier für draußen. Ach, hier noch die Mais drinne. Hier muss man noch gucken, ob ich das auch als Abstellfläche brauche oder ob ich hier hinten genug Abstellfläche noch kriege. Aber hier hinten ist jetzt auch soweit alles frei. Wupp. Wahrscheinlich kommt hier das Pellets Produktionsgebäude hin. Überlegt noch für Heuballen dieses Multilager oder wie sich das nennt. Weil dann lose Ballen rumstehen und so, das frisst die Performance.
Was habe ich noch erwartet? Da ja hier hinten diese Brücke ist, normalerweise kommst du von hier, von dem Acker, war der Weg irgendwie hierhin, glaube ich. Ist er jetzt nicht mehr, sprich, komme ich jetzt von dem Acker auf dem. Ich habe hier den Graben ein bisschen zurückgenommen, weil das ist ja hier das große. Dann kann man, muss man nicht so unbedingt immer fahren. Dann kann man, wenn man vielleicht hier gerade voll ist, auch hier noch zu BGA. Aber naja, ne? Na gut, doch, der Weg ist länger. Dann kann man hier einmal so. Oder ist da ein Weg? Das wäre noch nicer. Irgendwo da. Das Gras wächst noch. Nee, hier ist leider kein Weg. Nee, ist ja gerade so schön breit. Ja, nö, da muss man eben so oben rum rausfahren. Oder wie von hier, ne? Aber wenn man überlegt, schon vier versiegelte Fläche. Bisschen grün haben wir ja noch. Aber wir sind ja noch nicht fertig mit dem Hof. Das kommt ja noch alles. Aber in diesem Sinne sage ich recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.